Ich heiße Denis Trubetskoy und ich arbeite als freier Journalist für deutschsprachige Medien in Kiew und ich beschäftige mich in erster Linie mit gesellschaftlichen und politischen Fragen in der Ukraine. Ich habe beim Fotobuch gerne mitgemacht, weil ich das Projekt des Fotobuch kenne und fast jährlich auch bekommen habe. Das ist bildstark erklärt, aber auch sehr die Welt der Fotografen, wie sie denken und wie sie das überhaupt auf die Beine stellen. Und zum anderen die Person, die ich porträtierte, der ukrainische Fotograf Jevgen Maluletka, das ist eine Person, von der ich wirklich großen Respekt habe, auch abgesehen von dem, was er in diesem Jahr in Mariupol unter unfassbaren Umständen geleistet hat. Reporter ohne Grenzen finanziert sich über Spenden, aber eben auch über den Verkauf des Fotobuchs. Es erscheint einmal im Jahr, am 3. Mai, das ist der Tag der Pressefreiheit. Und wir dokumentieren alle Ereignisse rund um die Pressefreiheit aus dem vergangenen Jahr. In unserem Fotobuch zeigen wir auch eine Bildstrecke des ukrainischen Fotografen Jevgeni Maluletka. Er ist jemand, der sehr nah dran geht an das Kriegsgeschehen und dokumentiert, was dort geschieht und mahnt uns, genauer hinzusehen. Er wurde auch im vergangenen Jahr mit dem Pressefreiheitspreis von Reporter ohne Grenzen für seine Arbeit ausgezeichnet. Ich glaube, das Besondere an Bildern von Jevgeni Maluletka ist, dass er überhaupt unter diesen Umständen Menschen fotografieren durfte und diese Wirklichkeit zeigen durfte. Weil das, was er mir erzählt, das, wie er mir das dargestellt hatte, dauerte es manchmal 5, 6, 7 Tage, bis die Menschen überhaupt unter diesen Umständen dafür offen waren, sich fotografieren zu lassen. Und die Ehrlichkeit und die Offenheit, mit der Maluletka den Schmerz dieser Menschen zeigt, das ist wirklich gerade deswegen beeindruckend, weil man sich die Umstände so ein bisschen vorstellen kann, unter denen diese Bilder entstanden sind. Reporter ohne Grenzen unterstützt Journalistinnen und Journalisten sowie Pressefreiheit weltweit, macht mit bei der Startnext-Kampagne, um auch Druckkosten für das neue Fotobuch abzudecken.